Und damit auch, hallo da, liebe Freunde, willkommen zum ersten Gameplay hier zur LEGO Skywalker Saga. Eines hier nochmal vorab, das Ganze ist nicht ungeschnitten, das heißt, ihr seht hier nur die spannendsten als auch die lustigsten Szenen aus dem ganzen Gameplay. Alle ein, zwei Tage werde ich euch quasi mit einer neuen Story hier versorgen. Wir werden von Episode 1 bis 9 das Ganze durchspielen, euch so gut wie möglich unterhalten und es bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes zu sagen, außer viel Spaß. So Leute, starten wir rein. Mein allererstes Lego Star Wars Spiel, was ich jemals gespielt habe. Davor kam einfach nichts. Ich weiß nicht. Ist völlig an mir vorbeigegangen. Mal gucken, wie lange wir das spielen. Ich weiß ja gerade noch nicht mal, was alles hier rauskommt. Jetzt fühlen. Das ist die Waffe eines jeden. Oh. Eine elegante Waffe, die zivilisiert ist. Gegen so ein Spielzeug bestehen, das ist eines. Gegen Menschen ist was anderes. Ist das cool gemacht. Finde deine Freunde. Das übernehmen wir. Uns wird nichts mehr im Weg stehen. Ist das geil gemacht, Freunde. Und jetzt erfülle dein Schicksal. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Aber es wirkt echt geil. Okay, jetzt bin ich in der Episodenauswahl quasi und muss je nach Trilogie immer Episode 1 oder Co. spielen. Sollen wir einfach bei der dunklen Bedrohung anfangen, Leute? Episode 1, ab die Prequels gönnen, dann gönnen wir uns mal die Prequels. Es war einmal, vor langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxis, Star Wars. Episode 1. Die dunkle Bedrohung. Die Galaktische Republik wird von Unruhen erschüttert. Die Besteuerung der Handelsrouten zu weit entfernten Sternsystemen ist der Auslöser. In der Hoffnung, die Angelegenheiten durch eine Blockade mit mächtigen Kampfschiffen zu beseitigen, hat die unersättliche Handelsföderation jeglichen Transport zu dem kleinen Planeten Naboo eingestellt. Während der Kongress der Republik endlose Debatten über diese beunruhigende Kette von Ereignissen führt, entsandte der oberste Kanzler insgeheim zwei Jedi-Ritter, Wächter des Friedens und der Gerechtigkeit, um den Konflikt beizulegen. Und wir wissen alle, wer das ist. Der gleiche Anfang. Die Botschafter des obersten Kanzlers wünschen, an Bord kommen zu dürfen. Bin ich noch im Bild? Wie schaltet man das aus? Evil Plans. Aber gerne. Wie ihr wisst, ist unsere Blockade völlig legal. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Okay, Leute. Wir können an Bord gehen. Zeit mit den Verhandlungen zu beginnen. Guck mal da. Ah, okay. Einfach nur ein Checkpoint erreichen. Weltraum über Naboo, Kampfschiff der Handelsföderation. Es ist echt mit Liebe gemacht, das muss man einfach sagen. Ich bin ja eigentlich echt kein Lego-Fan, aber... Macht Spaß. Ich bin Qui-Gon. Willkommen, Botschafter. Ich bin TC-14. Zu euren Diensten. Moin, TC-14. Wir fühlen uns durch euren Besuch sehr geehrt, Botschafter. Kein Problem. Hier entlang, bitte. Okay. Wie kann ich das wieder ausmachen? Ich habe da immer noch ein ganz mieses Gefühl. Konzentriere dich nicht auf deine Befürchtung, Obi-Wan. Richte deine Konzentration auf das Hier mit und e. Jetzt. Wo mit sie E, Leute.
Aber Meister Yoda sagte, dass ich mir der Zukunft bewusst sein soll. Aber nicht auf Kosten des Augenblicks. Sei dir der lebendigen Macht bewusst, junger Padawan. Ja, Meister. Warte mal. Ja, okay, die kann ich einsammeln, ne? Und da kann ich das hier zum Beispiel kaputt machen. I don't know what happened. Ich lasse erstmal die Dinge hier, Leute. Ich lasse das mal alles in Ruhe. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier Sachen explodieren. Ich bin hier Money, Leute. Das Geld liegt auf der Straße. Guck mal. Here comes the money. Aber warte, das... Nee. Das war das Explosionsding. Rote Kisten nicht gut. Macht es euch bitte bequem. Mein Meister wird in Kürze bei euch sein. Wie wird dieser Handelsvizekönig auf die Forderungen des Kanzlers reagieren? Diese Föderationsvertreter sind allesamt Feiglinge. Ach! Die Verhandlungen werden nicht lange andauern. Ist das denn die Possibility? ...zu lassen? Nein. Ich spüre ungewöhnlich große Furcht. Angesichts von etwas so Banalem wie diesem Handelsdisput. Ich bin eigentlich ein komplett schnicker Typ. Das Money! Das klang nicht banal. Ja, das ist mir egal. Nicht banal. Das ist Money. Wir müssen hier weg. Kuh, um einen Angriff von mir zu leiten. Kuh! Oh yeah. Sheesh! Leute! Qui-Gon ist einfach ein lockerer Typ, ne? So viel zu den Verhandlungen. Mit unseren Lichtschwertern machen wir mit diesem... Oder wir kämpfen uns einfach darum herum. Was sollen wir tun, Meister? Wir können hier einfach... Warte mal. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ich jetzt mache. Das ist ein bisschen wie ein Mandala. Hat funktioniert. Ich meckere nicht. Entschuldigung, Obi-Wan Kenobi. Ich habe letztlich keine Ahnung, was ich tue. Aber verdammt nochmal, ist das cool. Und dann da. Über die gerade Ziellinie, Leute. Ruidikas. Zack, 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 zack. Oh, oh. Zack. Guck mal, das ist doch was. Eine Invasionsarmee. Wir müssen runter auf den Planeten und die Naboo. Alter, ist aber richtig viel. Geschichte fortsetzen. Geschichte, ich wollte das. Okay. Leute, raus vom Schiff. Auf geht's nach vorne. Ah, Darth Jar Jar werden wir jetzt wahrscheinlich das erste Mal sehen. Zu weh. Mixe sein Jar Jar Binks! Mixe euer Diener! Verschwinden wir hier, bevor noch mehr Droiden auftauchen. Schade, dass sie nicht Originalsprecher haben, ne? Obwohl es eigentlich super hochklassige Sprecher sind. Jar Jar, wir müssen einen sicheren Ort finden und die Naboo vor dieser Invasion warnen. Entschuldigung bitte, aber am meisten sicheres Platz würde sein Otogunga. Eine verborgene Stadt. Kannst du uns dahin führen? Kommen! Mixe. Überkrasser Jedi-Meister. Die haben echt die Episode einfach so nacherzählt, ne? Es ist geil. Hey, hier ist er. Stehen geblieben. Okay. Hey ho, hallo, Captain Tarbert. Mixe wieder da. Nicht schon wieder, Jar Jar. Du sie jetzt kommt zu die Boss. Du sie stecken in großes Kacker diesmal. Na, wie frech. Ach, Walle. Leute. Entschuldigung, Jar Jar. Blöderweise ich von dort verbannt worden. Ich baller euch mal hier die Stadt ein bisschen kaputt, ne? Tag, die sieht ja nicht gut aus. Wie ich sagte. Ich sag, wie es ist. Die Laternen hätten sie besser woanders hingepackt. Lalalal. Hier ist so viel Money auf der Straße. Ja, sorry. Sorry, Leute. Sorry. Guck mal hier, was für ein Papa. Ach, guck mal da oben. Na? Zack, zerab.
Oh ja. Wäre ich nicht da, dann hätten die hier richtig viel Arbeit zu tun. Mechaniker-Buddy ist mit denen unterwegs. Sind wir jetzt fertig? Ja, easy, Leute. Das nehme ich mal als Bezahlung, ne? Was ist das denn jetzt? Aufsitzen. Nee, aufsitzen. Ja, moin, Leute! Aus dem Weg! Ich komm an Start. Ich hab euch was. Wo muss ich jetzt her? Ich muss hier sauber machen. Aufpassen, Leute. Aufpassen. Ich muss da nochmal die ganze Zeit durch. Was geht ab? Eine Droidenarmee will die Naboo angreifen. Wir die Naboo nicht mögen. Wir sehr feucht an. Werden einen Bongo. Der schnellste Weg zu die Naboo geht mitten durch Planetenkern. Was geschieht nun eigentlich mit Jar Jar Binks? Hinfort mit ihm. Wir haben Held Jar Jar Binks. Jetzt. Jetzt gehen wir quasi zu dem Bongo Bongo. Was ist das hier für einer? Wer so große Blase abgesperrt? Wissen diese nicht, wie großer Kopfschmerz das sein zu öffnen? Die keine ganzen Ahnung. Schalter und die Lauferei. Ach, du liebes Bisschen. Sie werden müde, bloß bei Gedanken. Ach, der hat eine Nebenquest für mich. Aber wisst ihr was, Leute? Wir haben hier die Welt zu retten. Da musst du halt mit dem Scheiß mal alleine klarkommen. Was ist da denn los? Was ist da denn los? Das ist ein Mandalorian-Zeichen. Ich mache mir mehr Sorgen über deine Geschichte mit Unterseebooten. Keine Sorgen. Du bist cool. Da hinten. Alles gut, liebe Gungans. Alles gut. Hier ist nichts zu sehen. Hier ist nichts zu sehen. Hier sind wir. Tür ist zu, aber überlass das nur mich. Okay. Dann machen wir jetzt mal hier eine Verwendung von Jaja. Ah, wir müssen den Code eingeben. Junge. Jetzt ist der Jar Jar Binks auf einmal ein Code-Knacker. Ihr seid durchgeknallert. Fahren durch das Planetenkern. Hier, euch Sabongo, wenn ihr bereit für Verprügeleien. Ich bin bereit. Alter, wie. Wie geht bitte Jar Jar? I don't know what I'm doing here. Eine der besten Szenen in Episode 1, ne? Es gibt immer einen größeren. Fette Kopferfisch! Riesenzähne! Was muss ich jetzt machen? Keine Sorge. Die Macht wird uns leiten. Die Macht? Die Macht? Oh nein, nein, nein! Schieß! Was soll ich denn machen? Ah, so funktioniert der ganze Bumm. Was eine Alien-Maschine, was eine Alien-Maschine. Deleted! Oh, da kommt der richtige Butterfuck. Es gibt immer einen größeren Fisch. That's right. Was ist jetzt los? Wir verlieren Energie. Ruhig bleiben. Das ist noch kein Problem. Ihr verrückt! Wann ihr sie denken, wir sind ein Problem? Ich sehe es schon. Gar wieder Energie! Gar wieder Monster! Nicht zu denken, wir haben jetzt Probleme. Ich hab doch gesagt, Planetenkern, böse Nummer! Dein unerschütterlicher Optimismus macht wirklich Mut, Jar Jar. Ja, da war's ein Nom-Nom, kleiner Bärchen, wa? Nom-Nom-Nom ging's da, der Kolo-Clownfisch. Die haben auch Namen. Ich wusste tatsächlich die Namen davon. Da haben wir wieder den Big Man. Ich sehe, unser Freund hat wieder Hunger. Klitsch, klatsch und nass. Nein, warte. Läuft doch.
Das war Folge 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall abonnieren und einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet und ob ihr euch schon auf die neuen Folgen freut. In dem Sinne, Dankeschön fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Buddy.